Hey, hier lang. Verschwinden wir und... Hört ihr das? Da war definitiv etwas. Haben Sie das auch gehört? Los. Was immer es war, kam von draußen. Ist es wirklich klug, wieder rauszugehen? Hier erfahren wir nichts. Wir müssen weiter. Viel Glück. Hoffe, die Suche führt zum Ziel. Es kommt aus der Stadt. Hat uns der Alte eben ausgesperrt? Der war vielleicht seltsam. Der hatte sicher ein Rad ab. Was bringt einen dazu, in Gruselhausen aufzutanken? Was meinst du? Nach Little Hope zu gehen, ist die einzige Option. Da bin ich mir nicht so sicher. Wo sollen wir sonst hin? Irgendetwas stimmt nicht mit diesem Nebel. Bleib bei mir. Thank you.
Ich glaube, hier sind wir richtig. Was zur Hölle soll das sein? Das wurde doch extra gemacht. Eine Warnung vielleicht. Oder vielleicht ist das was Religiöses. Was es auch ist, es macht mir echt Angst. Ich weiß nicht. Ich bin neugierig. Ich hab genug gehört, danke. Bist du abergläubisch? Ich habe nie an sowas geglaubt. Das trifft auf dich wohl nicht zu. Viele Leute glauben immer noch an solches Zeug. Ich dachte, du tust das ab heute auch. Nur weil andere Leute alles Mögliche glauben, heißt das nicht, dass ich das tue. Stimmt wohl. Gehen wir zu den anderen. Ich will dieses ekelhafte Ding nicht mehr sehen. Bleibt ihr bitte nicht so weit zurück. Hey, kommst du mal her? Was ist? Da war gerade jemand im Wald. Ich kann niemanden sehen. Ich habe jemanden gesehen. Ganz sicher. Sorry, ich glaub's nicht. Niemand würde um diese unchristliche Zeit noch draußen sein. Okay. Wir sollten wirklich zur Gruppe zurück. Ihr beide, wir müssen zusammenbleiben. Was zur Hölle? Was war das? Himmel, was ist das? Okay, das reicht. Wir haben Angst. Wer ist da? Wer immer du bist, das ist nicht lustig. John, wo bist du? Daniel? Taylor? Komm schon, John, wo bist du? Das ist nicht lustig.
Hey, wartet auf uns! Was war das? Hey, schau dir das an. Himmel, was ist das? Weiß ich nicht. Ich bin Andrew. Andrew? Und Ihr Name, Gnällfrau? Wer bist du? Wieso hast du sowas an? Mein Name ist Mary. Ich habe sie selbst gebastelt. Sie sieht genauso aus wie die neben euch. Wärt ihr so gut und spielt mit mir? Spielt mit! Komm, spielt mit mir! Welch Teufelei ist dies nun, Mary? Ich habe nichts getan! Halt den Mund! Ich weiß, was du wirklich bist, Mary. Reverend Carvers Wohlwollen wird verfliegen, wenn er von deinem Bündnis mit dem Teufel erfährt. Amy, komm hierher! Hier ist er! Da ist noch jemand! Beim Feuer! Was? Ich sehe kein Feuer! Ich hab sie auch gesehen. Geht es euch gut? Etwas stimmt hier nicht. Was immer hier passiert ist, es ist vorbei. Du hast keine Ahnung. Du hast es nicht gesehen. Ich verstehe nicht. Was ist hier genau passiert? Dieses Mädchen kam aus dem Nebel. Sprach mit uns. Vielleicht hat der Nebel euch einfach verwirrt. Das sind die Nerven. Die Nerven, ja? Ein kleines Mädchen hat hier getanzt, ganz im Ernst. Sie redete furchtbar seltsam. War sie überhaupt von hier? Ich weiß nicht, ich konnte sie auch nicht einordnen. Wo sind wir da nur reingeraten? Das Kind, Mary. Wollte sie euch wehtun? Nein. Ich glaube nicht, dass sie das wollte. Und jetzt? Scheint, als hätten wir nur die Straße in die Stadt. Machst du Witze? Weißt du was Besseres? Eben.
Keine Enthüllungen. Was ist mit John? Ist er eine Autoritätsperson? Oder vielleicht steht er auch für etwas anderes? Und dann ist da Andrew. Er wirkt auf mich etwas verwirrt. Eine Gehirnerschütterung vielleicht? Seien Sie sich gewiss, manche Ihrer Entscheidungen werden Sie später noch wertschätzen. So weit, so gut. Sie kommen voran. Der Kerl in der Bar, er war nicht sehr hilfreich, ganz schön unhöflich, wenn Sie mich fragen. Er war so verstörend verstört. Genug. Irgendetwas stimmt nicht mit Little Hope. Und Seelen sind in Gefahr. Machen Sie weiter. Durchdringen Sie den Nebel. Finden Sie den Busfahrer. Dieses kleine Mädchen klang so fremdartig. Ich konnte sie kaum verstehen. Sie klang echt so, als sei sie nicht aus der Gegend. Klang eher so, als käme sie nicht aus der Fremde, sondern aus einer anderen Zeit. Du hast recht. Hörst du das? Was war das? Ist sicher nur ein nachtaktives Tierchen. Kein Grund zur Sorge. Hoffe, du hast recht. Siehst du das? Irgendein großes Tier. Hoffentlich, weil sonst gute Nacht. Vielleicht sieht man von da oben her.
Wie geht's dir? Weiß ich nicht. Verstehst du, was uns vorhin passiert ist? Ich glaube, wir sind in Gefahr. Irgendwas an diesem Ort ist furchtbar falsch. Ja, das spürt man. Was lauert dort? Wir finden schon einen Weg hier raus. Müssen wir ja. Hoffe, du hast recht. Danke für dein Interesse. Könnte das erklären, was wir gesehen haben? Das kann schon sein, doch es wirkte so echt. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Gruselige Erscheinungen oder ein Trupp irrer Historiker. Da vorne ist irgendwas! Wo lang? Beeilen wir uns. Wie recht du hast. Schaut mal! Hey! Halt! Stopp! Wisst ihr was? Das erinnert mich an alle Horrorfilme, die ich kenne. Was machen wir jetzt? Ich regle das. Ihr bleibt hier.
Warte, ich komme mit dir. Hey, ihr zwei! Das ist nicht gut. Hey! Ist da wer? Hey! Hallo? Was zum... John! Wer seid ihr? Was wollt ihr von mir? Wer sind sie? Was machen sie hier? Das sind düstere Zeiten. Halt! Warten Sie! Fort von mir! Mein Gott! Ich flehe euch an, Herr. Vertreibt diese Erscheinungen. Wer seid ihr? Das kann nicht wahr sein. Starrt mich nicht so an. Ihr seid nicht mein Gemahl. Gehen wir in die Stadt. Es ist nicht mehr weit. Und da finden wir vielleicht Hilfe. Alles okay? Überhaupt nichts ist okay. Ich habe Angst, bin verwirrt und habe mich gerade selbst im Nebel gesehen. Was ist da drin passiert? Die Frau im Nebel kam wie aus dem Nichts und sah wie jemand aus Salem aus. Sie brabbelte etwas in einem Dialekt, den ich noch nie gehört habe. Und die Krönung? Sie sah genauso aus wie ich. Aber wie ist das möglich? Du musst dich gleich so überreagieren, Angela. Das war's dann für mich. Scheint so, als ließe uns der Nebel nirgendwo hin. Außer mitten ins Stadtzentrum. Der Nebel entscheidet, wohin wir gehen dürfen? Scheiß drauf. Ich gehe woanders lang. Schaut ihr denn keine Horrorfilme? Nie trennen. Horrorfilme sind dumm. Ich gehe hier lang, ohne euch. Vielleicht ist das keine gute Idee, Taylor. Ich gehe da auf keinen Fall hin. Ich gehe mit John. Jemand sollte mit ihr gehen. Echt? Ich käme schon zurecht, aber gut. Es ist nicht sicher, wenn du hier alleine bleibst. Zwei Teams finden leichter einen Ausweg. Und das wollen wir doch alle, oder? Du hast wohl recht. Wenn es der Nebel zulässt und ihr Hilfe findet, schickt sie in die Stadt, zu uns. Ich glaube, wir finden schneller Hilfe als die anderen. Hauptsache, irgendwer findet noch Hilfe. Moment! Das Geräusch! Ah, ah, ah.
Ist alles okay? Alles gut. Irgendwo hier ist sicher ein leichterer Weg, der zurück zur Straße führt. Gehen wir. Hast du dafür eine Erklärung? Nein, nicht wirklich. Ich weiß, dass es in Little Hope fast zur selben Zeit wie in Salem Hexenprozesse gab. Was war los? Das kannst du selbst herausfinden. Was zur Hölle war das? Und jetzt? Alles okay? Es fühlt sich an, als könnte ich es Angela einfach nicht recht machen. Ich habe das Gefühl, für alle hier verantwortlich zu sein. Ich bin für euch alle da. Was würdest du an meiner Stelle denn machen? Ich schätze, ich würde Optimismus zeigen. Würde mein Bestes geben. Mehr geht nicht. Ich weiß nicht, ob mein Bestes bei dem Ganzen, was hier heute Abend los ist, noch reicht. Was wir vorhin gesehen haben, glaubst du wirklich, das war übernatürlich? Wir wissen echt nicht, was wir gesehen haben. Finde ich auch. Nur weil wir dafür keine Erklärung haben, wäre es extrem unklug, dass wir gleich übertreiben. Ähnliches geschah während der Hexenprozesse in Little Hope. Fehlentscheidungen aufgrund mangelnder Beweise. Klar. Ich verstehe. Wir müssen ohnehin keine Beweise für Geister oder was auch immer finden oder sie widerlegen. Was zählt ist, dass wir hier wegkommen. Das klingt echt nicht gut. Kein Grund zur Sorge. Was ist? Da hat sich etwas bewegt. Was zum Teufel machst du da? Ich sehe mich nur ein wenig um. Bist du jetzt ein Einbrecher? Erzähl es einfach keinem. Naja, ist eh niemand da.
Hast du dich genug umgesehen? Ich hab das hier entdeckt. Was zur Hölle machst du mit einer Waffe? War unterm Boden versteckt. Und da lag sie auch gut. Waffen sind gefährlich. Und wir haben schon genug Ärger. Ich behalte sie. Bei dem, was gerade abgeht, könnten wir sie vielleicht noch brauchen. Aber einen Toten brauchen wir sicherlich nicht. Ich pass auf, versprochen. Oh, Männer und Waffen. Behalt das dumme Ding ja in der Hose. Ich will es nicht mehr sehen. Was für ein Ort ist das? Professor? Andrew hier hat eine Waffe. Was? Eine Waffe? Bist du verrückt? Wir wissen nicht, was im Nebel ist. Lieber habe ich eine Waffe und brauche sie nicht, als im Notfall nichts zu haben. Die Wahrscheinlichkeit, erschossen zu werden, erhöht sich dramatisch, wenn man eine Waffe trägt. Was soll's? Wenn du dich damit sicherer fühlst, dann behalte sie doch. Mir ist eh schon alles egal. Hier finden wir sicher was. Ein Funkgerät, ein brauchbares Telefon. Vielleicht sogar den Busfahrer. Schau, ob du etwas zum Zerschlagen der Scheibe findest. Thank you.
Gib her. Ich schlag das Fenster ein. Kein Problem. Ich mach das. Okay. Wenn du meinst. Das kann doch jeder. Nicht jeder. Ein Stein 5 Meter durch ein Fenster werfen? Das kann doch wirklich jeder. Lass wen anderen ran, wenn du dich unter Druck gesetzt fühlst. Ich bin ganz entspannt. Ich sag ja nur. Bist du mal ruhig? Mach dir dann mal endlich. Der Rahmen wird noch morsch und das Glas von selbst herausfallen, bevor ihr zwei fertig seid. Treffer! Du hast wohl doch das Zeug zum Baseballer. Glaubst du, ein Anfänger könnte so werfen? Scheint sicher zu sein. War ganz einfach. Du bist dran. Glaubst du diesen Doppelgänger-Kram? Ich weiß nicht, was John gesehen hat, und ich habe auch nicht vor, es herauszufinden. Was war das? War bestimmt gar... Das kauft keiner, kein Wunder. Warum die Schule wohl geschlossen ist. Vergiss das mal. Selbst wenn du es schaffst, ich werde dir nicht folgen. Ich mochte Schule nie. Verschwinden wir. Oh, da geht's offenbar nicht durch. Hab mich wohl falsch entschieden. Hey, das war unsere Entscheidung. Wir finden einen Weg.
Geht's dir gut? Wer bist du? Was machst du hier? Irgendwas ist an dieser Sache echt faul. Ist das das Kind, das Angela und Andrew gesehen haben? Ich weiß es nicht. Wow, mach das lieber nicht! Gerade nicht passiert. Steh jetzt. Er soll mich nicht kriegen. Wovon redest du? Geht weg, sonst findet er mich. Komm heraus, Mary. Ich weiß doch, dass du dort bist. Bitte. Nein, lasst mich los. Ich lasse dich los, wenn du versprichst, unser Geheimnis zu bewahren. Deine kindischen Spiele sind lästig. Du wirst mich respektieren und du sagst nichts. Nein! Loslassen, sofort! Welcher Zauber ist das? Ich bin bis ins Mark erfroren. Ich habe nichts getan. Amy ist die Zauberin. Sie ist im Bunde mit dem Teufel. Ich sah sie im Wald mit ihren Teufelsdienern. Ich bin unschuldig. Ich erfahre die Wahrheit so oder so. Du kommst mit mir, Kind. Danke euch vielmals. Sei still, Kind. Weiß jemand, was gerade passiert ist? Es muss eine Verbindung zwischen den Kindern geben. Das kann kein Zufall sein. Ich versteh's nicht. Wir sollten hier schnell weg. Gehen wir. Finde ich auch. Schön, dass du da bist. Schön, ja? Klang nicht danach. Vielleicht ist da jemand. Vielleicht gibt's Hilfe. Gehen wir hin. Ich helfe dir. Ich glaube nicht, dass wir so aus der Stadt rauskommen. Da ist kein Weg. Muss irgendwo hinführen. Ich weiß nicht, das ist nicht mal ein echter Weg.
Das hier war wohl mal ein Laden oder so. Hier drüben, schau mal. Die Demo hat nichts gebracht. Was machst du da? Hilf mir mal schieben. Ernsthaft? Es geht nicht anders. Oh, wenn's denn sein muss. Und jetzt? Hilf mir hoch. Ich will auf die Treppe. Wenn's denn sein muss. Echt jetzt? Du willst da rein? Es sei denn, du hast eine bessere Idee. Deine tollen Pläne klappen ja immer super. Wow, wie erwachsen. Ich komm gleich. Moment.